Stärken und Schwächen, sage ich mal ganz vorsichtig. Was ja für euch wichtig ist, was kaufe ich, wie fällt die Kaufentscheidung aus, was muss ich wissen, was muss ich beachten, ist ja ein Thema, ne? Ja. Wo fangen wir an? Fangen wir rechts beim BMW i3 an. Das sehen wir schon im Hintergrund. Genau. Wir haben extra was offen gelassen aus dem Grund, weil. Selbstmörder-Türen. Ja, es ist ein cooles Gimmick-Design-Geschichte, aber in gewissen Situationen beschissen. Ja. Weil du musst immer erst die vordere Tür aufmachen, dass die hintere mit aufgeht. Kann im Parkhaus drin sein. Punkt Nummer 2, ganz genau, je nachdem wie ich parke. Natürlich, wenn ich normal am Bordstein stehe, ist es vielleicht geschickter zum Einsteigen. Absolut. Im Zug, wenn ich im Parkhaus parke, wir haben eine enge Parklücke, dann ist es natürlich von Nachteil, beziehungsweise gar nicht möglich. Weil eine Schwenktüre kann ich weniger weit aufmachen, dass ich reinkomme, wie diese Türe. Ja. Ja? Ist aber nicht nur dieser Nachteil. Ich persönlich finde, dass er relativ, beim Rekuperieren, dass er relativ stark abbremst. Das ist so ein Gefühl, da muss ich gucken, wie ich die Stellung halte, ja. Gas stelle, genau wie ich das Pedal drücke, dass er nicht zu arg rekuperiert. Persönlich, im Vergleich zum Renault Zoe, stört mich das. Wie ist es bei dir? Wie findest du es? Findest du's? Ja, auf der anderen Seite muss man sehr wenig die Bremse nutzen. Das spart auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen, wo man dann den Renault Zoe mehr nutzen kann. Aber von der Effektivität her finde ich auch, dass der Zoe das auf Dauer besser macht. Weil der mit, wenn man jetzt einen Punkt sucht, nur halt, fahre ich auf die Ampel hin. Wenn ich es nicht weiß, dann stehe ich schon 15 Meter vorher. So ungefähr, ja. Dann muss ich wieder Gas geben und dann bremsen. Und hier kann ich halt sauber hinrollen und rekuperieren bis kurz vorm Schluss hin. Ja, also mag jetzt vielleicht ein bisschen stärker sein, deswegen gehen auch immer die Bremslichter mit an. Das ist halt so vorgegeben, zum Beispiel beim E-Golf oder beim Ioniq, wo ich das einstellen kann, verschiedene Rekuperationsstufen, ist bei der stärksten auch das Bremslicht mit an. Das ist einfach so vorgegeben, dass die das hinten merken. Ja. Also wenn ihr mal einen seht, der die ganze Zeit Bremslichter an- und ausgeht, der dappelt nicht auf den Bremspedal rum, ja? Sondern weil er rekuperiert die ganze Zeit. Ja, nein, doch, lang, nee, lang nicht, doch. Ist so. Ja, ist so. Ja. Was ich beim i3 auch noch ein bisschen oder zum Nachteil empfinde, ist das Cockpit. Das ist relativ lange, bis dann quasi die Frontscheibe oder die Windschutzscheibe anfängt. Man hat relativ schlechte Sicht. Das heißt, nach vorne ist es doch relativ stark eingeschränkt und ein bisschen ungewohnt, sage ich mal ganz vorsichtig, weil man es einfach so nicht kennt. Ich kenne so lange Cockpits, kenne ich aus Wohnmobil, also von Wohnmobil und so weiter. Die haben das auch, ja. Ja. Aber das finde ich halt bei dem Auto auch noch ein bisschen von Nachteil. Richtig. Auf der anderen Seite macht der Tilt Spaß. Ja. Man merkt, es ist ein BMW. Fahrdynamik ist das Ding der beste von hier. Also auch Verarbeitung. Was Golf, Ioniq etc. angeht, finde ich, fährt das sich schon sehr sportlich, auch mit dem Heckantrieb. Ja. Kriege die 19 Zoller mit den Asphaltspaltern. Ja. Das ist so ein Thema. Aber er macht wirklich laut. Also er peitscht gut nach vorne, wenn man den hier mit 110 PS knapp oder mit 170 oder 182 PS nennt, die Dinger, ey, die gehen schon vorwärts. Da kann es ja schon mal schlecht werden. Ja. Richtig. Aber sie sollen ja nicht schnell sein, sie sollen ja lang halten. Ja. Aber ich finde, er macht Spaß. Am Anfang dachte ich auch so, wuh. Aber eigentlich schon so ein richtiges Lifestyle-Auto und verkauft sich auch gut. Und trotz allem ist auch recht wertstabil. Carbon-Karosserie, deswegen ist der auch so teuer. Ja, komplett aus Carbon gebaut. Ja, und wir liegen bei knapp 40.000 Grundpreis. Ja, neu. Ich glaube schon mal erwähnt in einem anderen Video, wir sind bei einem 170 PS bei 38,5. Ja. Und bei 184 PS bei 41,6. Ne? So. Also schon im Vergleich zu den anderen zwei hier, auch im Vergleich zu ihm, obwohl er deutlich mehr Reichweite hat, deutlich teurer. Allerdings, wie wir gerade schon gesagt haben, Verarbeitung, fahrdynamisch, soweit den drei Autos das beste Auto. Genau. Ist einfach so. Hier guckt noch ein bisschen nach den Bremsen, die rosten gerne mal weg. Das Thema haben wir schon, da muss man eine komplette Bremsanlage wechseln. Ja. Wie man das schafft, weiß ich nicht, der war gerade 20.000 Kilometer, hat schon neue Bremsanlage komplett gebraucht. Ja. War ein gutes Standschäden. Achtet ein bisschen auf die Seitenverkleidung, Fahrertür, Beifahrertür, die hopfen gerne mal raus. Ja, hinten, achtet hinten auf die Hutablage, die ist schweineteuer, die gibt es nur am Stück, wenn ihr euch das von Fahrer aus reißt, wenn ihr kauft.
achte darauf, dass es fest ist, dass man es oben einhaken kann, dass die mit hochgeht. Gibt es nicht einzeln, kostet 280 Euro die Ruderbleiben. Punkt. Gibt es nicht das oder das. Ja, das sind so kleine Teile, wo ihr ein bisschen drauf achten müsst. Und ja, ansonsten fährt er sich wirklich gut, hat eigentlich mal. Genau. Kommen wir zum Fahrzeug links von mir. In dem Fall der Renault Zoe. Wir haben es im letzten Video schon erwähnt, das zählt zu meinem Vorteil und zu meinem positiven Aspekt. Er hat relativ gute Reichweite. Ja. Für das, was er kostet, hat er eine gute Reichweite, finde ich, ein faires Auto. Der Nachteil an dem Auto, oder das heißt der Nachteil darf man auch nicht sagen, für das, was er kostet, ist es fair. Aber die Verarbeitung ist halt jetzt zum Beispiel nicht zu vergleichen mit dem i3. Aber dafür liegen halt auch über 10.000 Euro zwischen diesen beiden Fahrzeugen, wenn man das neu kauft. Oder 30.000 Euro. Ja, genau. Oder? Also, genau. Wir liegen hier unter 30.000 Euro, wie Mario schon sagte. Aber man merkt es halt auch. Also, die Haptik drinnen, das, wenn man das Plastik anfasst, es ist eine andere Verarbeitung, ein anderes Plastik wie im BMW i3. Ja. Aber vom Sitzen, vom Cockpit her, fühlt man sich im Renault Zoe bisschen besser wie im i3, sage ich mal ganz vorsichtig. Alles. Genau. Im i3 ist das Thema für mich, das lange Cockpit, das habe ich schon erwähnt. Das passt einfach nicht. Also ich würde von den beiden Fahrzeugen den Renault Zoe für mich persönlich aktuell vorziehen, weil es besser reinpassen würde, auch reichweitentechnisch und so weiter. Ja, hast du zu dem Fahrzeug noch irgendwelche Vor- und Nachteile oder Sachen, die dich stören und die du gut findest? Ja, wie gesagt, die Verarbeitung ist nicht die beste. Technisch wird er mit dem neuen Modell nächstes Jahr, oder wie sie es machen, oder ein Facelift, oder wie sie es machen, gut werden. 2019 hoffentlich ein bisschen mehr Technik reinkommt, wie LED-Lichter etc. sowas in der Richtung. Müssen sie eigentlich tun, das sollten sie up to date bleiben. Ja, es gibt noch Krankheiten, wie dass er in den Türen die Schrauben verliert, unten von dem elektrischen Fensterhebermechanismus. Und so kleine Schrauben, das heißt, wenn die Tür zumacht, die fängt an zu scheppern. Ist nicht die Türe selber, die Verkleidung, sondern da liegt eine Schraube drin. Die geht so zwischen 7.000, 8.000 und 10.000 Kilometer, lösen die sich dann einfach. Also habe ich schon bei den Glocken bestimmt 15, 20 Fahrzeuge gehabt. Also ja, da mal drauf achten, wenn es scheppert, Verkleidung weg, Schraube wieder festmachen, mit ein bisschen Sicherungslack hin. Ja, und gut ist, ja, dann hebt es wieder. Ja, manchmal finde ich noch, dass man die Sitze nicht höher oder nicht tief verstellen kann. Also der ist starr, auch hinten, ah ja gut, hinten klar. Aber vorne kann man es nicht verstellen. Ja. Ja, für große Leute ein Nachteil, ja. Also es ist so, obwohl du trotzdem früher nicht gerade klein bist, nein, geht es trotzdem aber normal. Aber es ist enger. Ja, man kann es beim i3 zum Beispiel schon anders einstellen, wie beim Renault Zoe. Was man zum Zoe noch sagen muss, wo wir eh gerade bei ihm waren, Renault hat angegeben, dass sie im letzten Monat 1.000 Neuzulassungen hatten auf dieses Fahrzeug. Das muss man mal überlegen. Das heißt, sie haben 1.000 Fahrzeuge. Ah, der ist europasweit verkauft. Genau. Also ja. Nicht umsonst haben wir auch von oder der Mario und die Firma E-Flat von diesen Fahrzeugen relativ viel im Kontingent, weil einfach dieses Fahrzeug eigentlich rund und passt. Und gut verfügbar ist. Genau. Ja, da hat sich auch schon vorgelegt. Bin mal gespannt, was da nächstes Jahr kommt, wenn der nächste kommt. Genau. Achtet noch mal auf die Nase, die hakt ab und zu ein bisschen. Da müsst ihr Windelkart da ein bisschen nachhelfen mit Auf- und Zumachen. Ja, ansonsten Standheizung, Top-Serie, Navig-Serie über TomTom, als Grundausstattung, mittlerweile auch Lichtautomatik und Parksensor hinten. Ja. Recht großen Kofferraum hat er, die Ladekante ist ziemlich tief, wenn man rausrufen bzw. hoch, okay, ist aber so. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, Qualität ist so okay. Können wir schon überstreiten, aber Preis, ja. Leistung in meinen Augen. Absolut. Okay. Er verzeiht auch ein bisschen was. Zu diesem Fahrzeug kann ich persönlich leider nicht viel sagen. Ich habe es noch nicht gefahren, noch nicht getestet. Da wird euch ja der Mario jetzt ein bisschen was sagen. Ich fahre eigentlich sehr gern. Ist irgendwie ganz witzig, das Ding. Manche sagen, boah, ist das Ding hässlich? Ja. Ich finde ihn ganz knuffig in Schwarz. Ist er eigentlich ganz cool. Ich sage, das ist mein A-Team, weil hier noch das alles so gut streiten hat. Das wird jetzt wahrscheinlich A-Team. Mein A-Team Ion, ja. Gibt es nicht mehr neu, gibt es nur gebraucht und gebraucht sehr schwer zu bekommen. Ja, also die werden oft im Kurzstreckenbetrieb Großstädten sehr gut als Carsharing benutzt. Da kriegen wir es auch oft her. Er hat schon so ein paar Schwächen, dass zum Beispiel hier die A-B-Säule, also die A-Säule-Verkleidung immer locker ist und scheppert. Das ist so. Das kann man auch nicht ändern. Das ist eigentlich Serie. Ja, das geht nicht weg. Das Softlack löst sich. Meine Fahrzeuge sind teils jetzt auch schon 7, 8 Jahre alt. Ja.
Und das Lenkrad ist da, also nicht in der Höhe länger verstellt, aber dafür hat er vier Airbags, vier Sitze, also kein Fünfsitzer. Hat, wie gesagt, das Typ 1 Ladesystem mit dabei und die Schademo. Es kann auch mal passieren, dass hier das Lüfterrad bricht. Mit der Zeit müsst ihr darauf achten, wenn das Fahrzeug eine Unruhe hat, eine Unwucht vorne, auch beim Fahren oder wenn die Klima angeht, dann bricht, ist ein Ventilatorflügel gebrochen. Ja, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und viele denken dann, dass es Fahrwerk ist oder Reifen oder sonst irgendwas. Haben wir auch schon gehabt, in Werkstatt gesucht, gekostet ohne Ende und nachher habe ich die Kühlergrill ausgebaut. Und der war's. Ja, weil der so unruhig liegt. Also am Lüfter quasi. Am Lüfterrad, ja. Da so ein bisschen drauf achten. Hier die Schläuche brechen gern ab. Da mal darauf achten. Ja, das bricht gern ab. Ansonsten ist er recht ein Buschtankantrieb auch. Ja. Also Motor sitzt hinten. Geile Wendepreis. Ein innen drin ganz gut Platz. Sitzheizung halt nur für den Fahrer. Auch noch ein Manko ist die Sitzumlegung hinten. Ja. So ein Raster drin mit so feinen Zehen. Wenn er das einmal überdreht, den bei der Sitz bleibt so wie er ist. Kaum Ersatzteile. Pech gehabt. Ja. Ansonsten halt auch wenig Kofferraum, aber für die Stadt finde ich das Auto cool, perfekt. Da ab und zu schließt er sich noch von alleine zu und auf. Das ist auch was Besonderes. Wärst du da 18 Euro, blub, geht die Spiegel rein wieder raus. Ja. Aber ansonsten, recht gefragtes Fahrzeug, sonst eigentlich recht robust, verzeiht wirklich viel. Also von dem her, aber macht auch noch nicht. Kommt halt ja, im Winter 70, 80 Kilometer nur weit und im Sommer 100, 105, je nach Modell. Wir haben jetzt mit 80.000 Kilometer Fahrzeuge, die hatten noch knapp 90% Akkuleistung, ist gut. Es gab aber auch schon welche, die mit 80.000 Kilometer Akku Finish ist. Kommt darauf an, wie ladet man die ganze Zeit, ja? Also mein Gefühl ist, wenn ich viel normal lade, nicht nur Schademo, wenn ich das von den Kunden so herbekomme, ist der Akku mäßig besser. Zustand. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Würde ich sagen. Das war's mal so kleine Schwäche gecheckt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Verbesserungen, haut rein. Ja, das war's, oder? Machen wir weiter. Meldet euch wegen e-tron, Kona, was haben wir noch gesagt? iPace. Genau. Und? Was war's noch? EQC, bin ich zwar schon gefahren. Hm? Alles, was Elektro, Sportwagen, Supersportwagen angeht, Radio, checkt sie. Model 3 hätte ich gerne, wenn jemand einen hat. Schon? In Deutschland. Das war's. Bis bald. Ciao.